Bereits vor der Videokassette konnte man sich Filme zu Hause anschauen, auf einer Vinylplatte von 21 cm Durchmesser, die Bildplatte. Sie sehen hier erstmalig die Bildplatte. Die neue Bildplatte wird, davon sind wir überzeugt, die Fernsehgewohnheiten der Zukunft entscheidend beeinflussen. Diese Revolution wurde 1970 von der Firma Telefunken verkündet. Damals hatte man nur wenige Fernsehsender zur Auswahl. Da konnte so ein Filmabend schnell langweilig werden. Es lag also nahe, mal zu probieren, ob man so eine Art Schallplatte für Filme machen könnte. Diese revolutionären Platten, TED-Bildplatten genannt, waren runde, flexible Folien aus Vinyl und wurden mit einer Nadel abgetastet, wie eine Schallplatte. Genauso wie bei der Musik steckte das Bild in den Kurven und Vertiefungen der Rille. Die Platte lief aber nicht mit 33 Umdrehungen pro Minute, sondern mit 1500. Bisschen schnell, daher mussten sie in einem geschlossenen Gerät auf Luftkissen gedreht werden und man durfte sie niemals anfassen, viel zu empfindlich. Es gab nur A-Seiten und für einen normalen Spielfilm in Farbe brauchte man dann etwa 10 solcher Scheiben. Tja, die erwartete Revolution blieb aus, nur einige tausend Stück wurden wirklich verkauft. Philips nutzte 1982 das gleiche Prinzip, aber mit einem Unterschied. Keine Nadel mehr, sondern ein tausendstel Millimeter feiner Laserstrahl. Der Vorteil, Laserplatten hatten keine durchlaufende Rille, sondern viele parallele Rillen. Der Laser sprang bei jedem Filmbild eine Rille weiter. Wenn man auf Pause drückte, blieb der Laser auf einer Rille stehen und zeigte ein Standbild in guter Qualität. Damit gab es sofort viel mehr Platz auf der Scheibe. Laser Vision hieß sie und sie sah aus wie eine silberglänzende moderne DVD, nur eben viel, viel größer. Die Lasertechnologie ist eine echte Innovation. Nach Philips entwickelte Pioneer seine Laserdisc. Doppelseitig, Stereo, genug Platz für einen Spielfilm mit Bonusmaterial, super Bild und Ton, interessant also für Star Wars-Fans, Karaoke-Bars und auch für Anhänger spezieller Filme. Vor allem in Nordamerika und in Asien kamen sie gut an. In Europa waren sie ein Flop. Die Videodisc hatte nämlich einen großen Konkurrenten, die Videokassette, kurz VHS. Sie kam gleichzeitig auf den Markt, war billiger und praktischer, denn mit ihr konnte man auch aufnehmen. Erste Digitalisierung brachte wieder Vorteile für die Videodisc. Analogsignale wie auf einer Schallplatte sind nicht sehr stabil. Das Digitalsignal schafft Abhilfe. Hier werden Bild und Ton jeweils in einen binären Code zerlegt aus Nullen und Einsen. Das Signal verschickt sozusagen lauter Informationseinheiten, welche Farbe hat das Pixel, wie hoch und wie laut ist der Ton und so weiter. Das alles kann man mit Computerchips billig und platzsparend verarbeiten und so entstand die DVD. Die Blu-ray-Disc ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Sie wird von einem sehr kurzwelligen Laserstrahl abgetastet. Blau, nahe am Ultraviolettbereich, der schafft nochmal viel mehr Daten in kürzerer Zeit. Das ist sozusagen der Gipfel der Videodisc-Technik. Sie kann auf bis zu 4 Lagen bis zu 100 GB Daten speichern. Ironie des Schicksals, kaum hat die Scheibe eine sehr hohe Auflösung erreicht, wird sie schon von einem anderen Trend bedroht, dem Streaming. Die Daten dazu liegen auf zentralen Servern und mit modernen Bitraten erobert diese Technik immer mehr unsere Videoabende. Aber mit der Disc ist noch nicht Schluss. Australische Forscher wollen jetzt 1000 Terabyte auf eine Disc pressen. Das entspricht einem Film in HD mit einer Länge von 10 Jahren. Das wäre ein gutes Speichermedium, eine Lösung für Datenbanken zum Beispiel, aber dann eben nicht mehr für das Heimkino. Okay.